zur Boxe. Und hoffen darauf, dass Sinja kennt. Ich glaube, Sinja kann rein. Und du bei Neuan. Ich heiße Lovoy. Ist mein Name Leute in der Welt. Ach, sehr schön. Auftrag, ja. Ja, gesetzlose Schurken töten. Super, kenne ich noch. War einigermaßen einfach, solange man auf Abstand blieb, ne? Das war so das Problem. Da. Larvennahrung. Na, dann nehmen wir das nochmal. So, jetzt ist die Beziehung zu ihm und damit zum Reich auf 1 gestiegen. Also zum Reich nicht direkt, aber je mehr Beziehung wir bei den Unterleuten haben, desto einfacher wird es bei Sanja Khan Beziehung zu geben. Die Sache ist die, wenn wir jetzt den Typen aufspüren und töten, meines Wissens nach ist der Handdown-Puter der Feigen, hier sehen wir wieder die Übersetzung, der ist jetzt in Mulaban, können wir uns auf der Karte zeigen lassen. Oh Gott. Na, herzlichen Glückwunsch, Mulaban. Gott, das heißt, wir werden in Stationen reisen. Als erstes mal in der Spiegel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Gott, mir wird es wieder einfallen, so wichtig scheint es nicht gewesen zu sein. Genau, wir werden bei dem Dorf dann, in dem wir dann den Typen töten. Verdammt. In dem wir dann den Typen aufspüren, da werden wir dann nicht mehr so beliebt, wenn wir den umbringen, weil er ja eigentlich jetzt ein bisschen zum Dorf gehörte dann. Ja, das war jetzt die erste Station. Ich reise eigentlich immer gerne in Stationen, weil. Naja. Sonst wird man mal von Räubern überfallen, so, ne? So. Oh, da haben wir einen Kampf gegen irgendwie nicht so gewonnen. Gut, wir sollen hier mal auf zur Bombe. Können wir auch nochmal einen anderen Quest annehmen. Da brauche ich immer viel Zeit für die Quest. Das ist ganz lustig. Ihr werdet im Laufe des Spiels sehen, die Burgen hier sind unterschiedlich. Ich habe ganz oft versucht, da diese Kisten anzugehen. Die Burgen sind nach Ländern halt unterschiedlich und nach Gelegen. Wo sie halt gelegen sind und so, auch bei Eroberungen und so. Wenn sie auf der Karte auf einem Berg liegen, dann liegen sie auch in echt auf einem Berg, also in der Kampfkarte dann. Naja. Kramut Neuer und oh Gott, ein Brief. Ich hasse Briefe zustellen. Naja, gut. Das ist jetzt leider so. Ich mag Briefe zustellen, scheiße, weil immer man findet. Und dann ist er gerade weg, wenn man den Brief dann geschleppt hat, dann muss man ihn irgendwie hinterherreiten oder so. Also noch nicht mal irgendwie in einem coolen Modus oder so, sondern einfach. Ja, der ist jetzt eigentlich in der Nähe von der Spieger, meinetwegen. Dann reitest du noch der Spieger, so viel Umgebung hat. Oh ja, der ist jetzt in der Nähe von Tulga. Reitest du nach Tulga? Ja, der ist gerade rausgeritten ins Feld nach Sara, sonst sowas. Und dann reitest du dich hinterher, irgendwann findest du ihn, gibst diesen Brief ab, dann kriegst du dafür einen Beliebtheitspunkt. Toll. Ja. Wir handeln jetzt erstmal weiter den Typen hier in Bullerbad durch. Runter. Downhanden, nennt sich das ja. Hand down. Was sehe ich da? Was sehe ich da? Ein 14. Okay. Steppenbanditen. Der Flucht vor Krabbern, Neujahren, irgendwo. Keine Ahnung. Oh, ein Steppenbanditenlager. Lager sind immer sehr gut. Zweite Mal. Okay. Okay, durch dichtes Gestürm irgendwas. Also letztes Mal war es ein Wohlweg, bis nach dem dichtes Gestürm. Naja, das ist ja selber. Es ist wieder dieselbe Karte, so ein bisschen. Wir machen sich halt nicht genug. Es kommt auf die Länder an, wenn man zum Beispiel. Es gibt das manchmal auch, dass man dann irgendwie am Strand kämpft und so. Es gibt. Abwechslung ist schon. Es ist selten, dass man sowas hier findet. Dass man so ein Lager findet. Also die sind meistens auch ganz. Ja, mit so schlampigen Rüstungsteilen und so bestückt. Wieso habe ich gerade die Waffe gewechselt? Hat mit nicht allzu tollen Rüstungsteilen, aber mit vier Rüstungsteilen. Und diese vielen Rüstungsteile kann man dann gerne gegen, was weiß ich, mäßig viel Geld eintauschen oder so. Also suchen. So, und machen wir uns mal wieder die tolle Engine. Okay, hier geht's nicht. Das ist ja dann doch noch im 90-Grad-Winkel, kann man keine Berge hochlaufen. Fast hätte ich gesagt, in 100% Steigung. Aber das haben wir ja letztens in Mathe gehabt. 100% Steigung ist nicht wahr. Oh Gott.
Ach, verdammt so. Komm her zu Papa. Ach, verdammt. Komm zu Papa, komm zu Papa. Bam. Und nochmal zu Papa. In den Magen. Wer überlebt 2 Pfeile? So, 3 Pfeile sind aber das Mindeste. Bam. Hab ich's denn nicht erwischt? Schade. Alter, wie... Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Die sind aber auch blöd. Aber gebe ich doch so ein schönes, bewegliches Ziel ab. Oh, das hätte fast seinen Arm getroffen. Schade. Ach, verdammt! Ich töte ja meine eigenen Soldaten. So. Oh, der ist ausgewichen. Das war ein Typen. Oh, verdammt. Jetzt geht's hier runter. Armschuss, die Hand kannst du nicht mehr heben. Naja, es wäre ganz cool, aber das ist ja so schon unglaublich. Also manche beschweren sich über die Grafik von Mountain Blade. Ich sage, Schnurzpiep egal. Das ist genau das, wonach ich lange gesucht habe. Nämlich so eine Engine, die das erlaubt, dass man jetzt mal so kämpft. Und na, es ist jetzt schwer zu erklären, aber ich meine, was glaubt ihr, wie kompliziert sowas ist, sowas zu programmieren? Gut, haben sie besiegt. Und wir kriegen jetzt besser als beim letzten Mal. Also das ist deshalb sage ich mittelmäßig. Was rede ich denn? Das ist doch ziemlich gut. Und hier kann man vergessen. Hier was mit, was weiß ich, 10. Ja, toll. Jetzt sehen wir lustig aus. Wie ist das lustig? Ja, voll zuschnür. Cool. Müssen wir so ein bisschen sortieren nach gut und schlecht. Oder das Problem ist, dass wir die jetzt wahrscheinlich anfressen werden, dass er nicht mehr so viel da ist. Weil mein Trupp ist natürlich alles, was Moral bringt. Alles, was so einen blauen Moralanzeiger hat, ist essbar. Und alles, was keine blauen Moralanzeiger hat, aber mit so einer Zahl versehen ist, ist einfach... Keine Ahnung. Das wird aber nicht aufgebraucht werden, da ist jetzt. Ja, also ich finde das Spiel an sich schon ziemlich cool programmiert und auch wahrscheinlich unglaublich schwierig so zu machen. Und da finde ich, kann man so Fehler wie jetzt mal die Engine des Berges hochlaufen schon verzeihen oder auch die Grafik. Ich finde es einfach schwierig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sowas... einfach mal so nebenher programmiert und dann mal so blöd ist, an der Grafik zu pfuschen oder so. Ich finde, das ist die Hölle hier. Widerstand 21, Widerstand 10, das kann ich vergessen. Wenn manche weniger leben, dann hat man einfach nur Widerstand, das verdoppelt. Käse, Bäume, was haben wir denn hier? Ein Pferdpolkreuz. Geschwindigkeit 43, Manöver 42, Angriff 10. 43, 42, 13, 8. Ich mach diesen Angriff mit dem Pferd. Das ist mein Problem. Ich habe hier ein Steppenpferd hochkommt. Mami. Ja, toll. Leichte Lanze. Mit Lanzen kämpfen werde ich euch auch immer wieder zeigen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Weil wenn man so mit Vollritt, mit angelegter Lanze gegen einen Feind ausführt, ist er sofort tot. Und es gibt unglaublich viel Erfahrung auf Lanzenkämpfen. Weil es ja wohlverständlich meine mit Schwung reingerittene Lanze überlebt wohl keiner so einfach mal. So, die Sache ist die, jetzt sind wir hier schon wieder voll gepackt. Das heißt, wir werden jetzt mal nach Itchamur zurückreiten. Und damit... Nein! Verdammt! Weiß einer, wie viele das waren? Ach, shit. Zum Glück haben wir vorhin noch gespeichert. Das heißt, ich kann für Freistellung zahlen. Ah, wir müssen kämpfen. Ach, gegen 9. Gut, das finde ich gerade nochmal so in Ordnung. Ja, schön. Jetzt lassen wir uns auf einen tollen offenen Kampf ein. Das heißt, wir verlieren so lange, aber es gibt wahrscheinlich auch ordentlich Erfahrung. Habe ich jemanden getroffen? Schade. Mit diesem tollen Sprung hätte ich jetzt gerne jemanden getroffen. Das hat bestimmt gut gemacht. Hier, komm. 2 Pfeile im Rücken, du scheiß Speerwerfer. Den hole ich mir. Wer den sich holt, der ist ein Arsch. Das ist mein. Ja, meine Leute sind ein bisschen besser, ne? Hier. Keine Ahnung. Sah jetzt gerade nur so aus. Ich glaube nicht. Wie viel haben wir denn schon? Ja, keine Ahnung. Ich habe auch schon die Uhr aus dem Auge verloren. Ich glaube, da muss noch Face, der hier auf der Couch liegt, mal kurz gucken. Der Face kann mal gucken, wie viel Zeit ich schon verbraucht habe. Mir die Uhr hinhalten oder einen Kommentar abgeben. Okay, ja, dann machen wir 30 oder 45, keine Ahnung, 30 wahrscheinlich. Ich werde mit 13 Tagen.